Er ist wohl der schrillste Karaoke-Künstler, den Leipzig je gesehen hat. Heute wagt er etwas, was er noch nie zuvor gemacht hat. Und ich bin mega aufgeregt. Ich mach das jetzt einfach. Sie hingegen ist divers. Sie fühlt sich gleichzeitig als Frau und Mann. So, also meine Brüste sehen super aus. Tipptopp Brüste. Leider verschenkt an meinem Körper. Und sie strampelt sich mit schwerem Gepäck zig Kilometer auf dem Fahrrad ab. Das alles für Menschen, denen nichts mehr geblieben ist. Also danach denkst du so, ich weiß, warum ich es gemacht habe und das ist gut. Drei unterschiedliche Menschen, die am Karl-Heine-Kanal in Leipzig nach Erfüllung suchen. Was passiert, wenn sie sich zum ersten Mal treffen? Jetzt in Ohne Filter. So sieht mein Leben aus. Am Karl-Heine-Kanal Leipzig. Kunst, Kultur und Obdachlosigkeit. Das Ufer des Karl-Heine-Kanals im Südwesten von Leipzig. Einst ein tristes Industriegebiet, ziehen die aufgehübschten Mietskasernen heute vor allem junge Studenten und kreative Lebenskünstler an. Hippe Cafés und Restaurants schaffen eine Wohlfühlatmosphäre für jedermann. Aber es ist auch ein Ort, an dem verschiedene Menschen ihre Identität und Lebensaufgabe suchen. Einer von ihnen ist Luis Lametta. Er kommt regelmäßig nach Leipzig, um hier als skurriler Entertainer und Karaoke-Sänger aufzutreten. Sein Markenzeichen? Witz und Selbstironie, gepaart mit völlig durchgeknalltem Auftreten. Sein Kumpel Karl unterstützt ihn als Musikproduzent bei all seinen Vorhaben. Ich hab was mitgebracht. Und zwar nicht nur ein neues Outfit, sondern auch eine neue Idee. Denn die Kunstfigur Luis Lametta sprüht vor Kreativität und verrückten Einfällen. Gibt's prägende Ereignisse im Leben, die Luis Lametta so gemacht haben, wie er heute ist? Ja, mein Auftritt im Bratwurstmuseum 2019. Verkleidet als Bratwurst nahm er an einem Bratwurst-Song-Contest mit einem Lied über, na was wohl, einer Bratwurst teil. Ich will doch einfach nur so sein wie mein Leibgericht. Musik und Quatsch, ein Song über die Gefühle einer Bratwurst, der vom Publikum gefeiert wurde. Für Luis ein prägender Moment in seiner Karriere als Musiker. Als lebende Bratwurst, das war magisch und da wusste ich, das möchte ich machen, das ist mein Traum. Ja. Seitdem weiß er, dass er mit eigenen verrückten Songs auf der Bühne stehen will, um Spaß zu verbreiten. Und genau das wird heute noch zum allerersten Mal passieren. Ich habe mit Karaoke jetzt angefangen, um da so ein bisschen reinzukommen im Prinzip in diese ganze Entertainment-Schiene. Und das mit eigenen Songs, das ist jetzt noch eine ganz, ganz junge Entwicklung, die jetzt im Prinzip erst startet. Sein erster eigener Song ist allerdings äußerst eigentümlich geworden. Wie er klingt und wie das Publikum darauf reagiert, wenn er ihn heute zum ersten Mal präsentiert, dazu später mehr. Zunächst stört ihn noch der Sound des selbstgemachten Playbacks. Okay, also Karl, wir haben, so wie ich dein Gesicht einschätze, haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Ja. Okay, ja, wir können auf jeden Fall gut was machen. Die Sounds müssen jetzt nicht abgefahrener sein oder so, sondern nur, dass es halt einigermaßen stimmig ist. Ja. Und Musikproduzent Karl versucht das Playback noch rechtzeitig zur Party abzumischen. Maria Moschus will einen eigenen Podcast rausbringen und in dem geht es um ihre ganz eigene Geschlechtsidentität. Weil ich selbst mich als nicht-binär identifiziere, das heißt, ich identifiziere mich weder als Mann noch als Frau, sondern als non-binary oder nicht-binär. Die 25-Jährige ist divers. Für viele ist das immer noch befremdlich. In ihrem Podcast will sie ihre Erkenntnisse der breiten Öffentlichkeit verständlich und zugänglich machen. Ich bin mega schlecht in Make-up. Ich war noch nie gut darin, auf ein Blatt Papier zu malen. Und das Gleiche gilt für mein Gesicht. Und das ist echt nicht ideal für einen Drag. Seit sie vor 2 Jahren ihre Identität als divers gefunden hat, tritt sie regelmäßig als Drag-Künstler hinauf. Und am Anfang war es mir wichtig, das vor allem mit Männlichkeit zu zeigen, weil ich schon früher immer gemerkt habe, dass ich das sehr gut kann, also dass ich sehr gut Männlichkeit so nachmachen kann und performen kann. Aber inzwischen erlaube ich mir, glaube ich, mehr Freiheiten darin, auch Performances zu machen, die androgyner sind, die mehr mit Männlichkeit und Weiblichkeit spielen.
In einer Woche will sie jetzt auch ihren eigenen Podcast zu genau diesem Thema veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll oder wo ich hin will. Aber auf dem Weg dahin werde ich mich für die Sachen entscheiden, die ich liebe zu machen. Sehr viel Pathos am Ende. Dann haben wir es damit. Haben wir es, oder? Geil. Das heißt, Folge 4 ist aufgenommen. Dann fehlen noch 2 Folgen, 2 Aufnahmen. Zwei Jahre lang hat sie genau dafür recherchiert und stundenlange Interviews mit diversen Menschen aus der ganzen Welt geführt. Jenny Peters ist die Wohltäterin vom Karl-Heine-Kanal. Ehrenamtlich fährt sie Essen zu Obdachlosen. Gemeinsam mit ihren Kollegen vom Projekt Meals for Wheels, zu Deutsch Essen auf Rädern. Du auch? Du auch Hunger? Ja. Ja? Hast du? Mhm. Bitte schön. Dankeschön. Schönen Tag euch. Ich finde es auch schön, dass sie jetzt zu uns kommen mittlerweile. Ich glaube, das hat sich schon ganz gut rumgesprochen, dass wir kommen. Es war am Anfang ein bisschen schwieriger. Ja, die waren immer eher so abweisend und so. Was wollt ihr denn? Seit einem halben Jahr fährt Jenny mit ihren Kollegen für die gute Sache quer durch Leipzig. Als sie vor 7 Jahren aus ihrem Heimatdorf in der Dübener Heide hierher zog, war Obdachlosigkeit für sie absolutes Neuland. Der Anblick von Elend und Armut waren Anstoß für ihr soziales Engagement. In dem Lockdown habe ich das natürlich noch vermehrt gesehen, gerade wenn du jeden Tag einkaufen, also es war ja das Einzige, was möglich war, einkaufen gehen. Da habe ich gedacht, ich gebe das zurück, es tut mir nicht weh, mal noch eine Packung Wurst, Käse oder eine Packung Äpfel zusätzlich zu kaufen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt im Lockdown ja selber nur das Mindestgeld bekommen habe. Also da war es auch schon weniger als normal, aber trotzdem tat es mir nicht weh in dem Moment, diese Kleinigkeit abzugeben. Bleibt so, wie ihr seid. Danke. Gerne. Jenny ist noch etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, mit den Obdachlosen Gespräche zu führen. Dennoch ist die Arbeit für sie eine absolute Herzensangelegenheit. Meine eigene Energie kostet nichts, ja. Also warum nicht losfahren mit dem Fahrrad? Es kostet keinen Sprit, es ist einfach nur, du fährst los und tust was Gutes. Nur ein paar Straßen entfernt, mitten in einer Wohnsiedlung. Dieses ehemalige Trödelmarktgelände will Karaoke-Entertainer Luis Lametta in eine Party-Location verwandeln. Auf dem bevorstehenden Karaoke-Abend will er dem Publikum seinen ersten selbstgeschriebenen Song präsentieren. Veranstalter Alex zählt zu seinen besten Freunden und packt mit an. Es ist schon Vorfreude. Es ist immer wie ein, ja, ich sag mal, der Aufbau, bis alles läuft, ist die größte Aufregung. Es geht gar nicht so sehr um die Leute, die am Ende da sind, sondern eher, ob alles funktioniert. Die erste Regel als Alleinunterhalter ist definitiv, verlass dich nur auf deinen eigenen Scheiß. Das Problem, das versteckte Areal ist nicht gerade ein Publikumsmagnet. Dennoch, das Ambiente ist absolut nach Louis Geschmack. Ich mag das ehrlich gesagt auch, wirklich das so rudimentär wie möglich zu haben. Und das ist hier, diese fette Glotze auf so ein paar Pfandkisten. Besser geht's nicht. Das ist mein Leben in einem Standbild. Das ist auch, denke ich, das Motto, was ich fahre, dass man mit den Kleinigkeiten so viel Spaß wie möglich hat. Und das impliziert zum Beispiel auch, dass jede Person, die singt bei mir, einen kleinen glitzernden Hundesticker bekommt oder wahlweise auch einen kleinen Lutscher. Und die Leute freuen sich wie Sau. Das ist mega schön. Der 28-Jährige ist Barbesitzer in Dresden. Von seiner Musik kann er noch nicht leben. An dem heutigen Auftritt verdient er gar nichts. Der Eintritt ist gratis, aber Louis will einfach keine Gelegenheit auslassen, um seinen Song zu präsentieren. Zunächst ist aber fraglich, ob überhaupt Gäste kommen und ob Louis seine Technik in den Griff bekommt. Okay, jetzt kommt hier gar nichts mehr. Warum zum Geier hört sich das so scheiße an? Nummer 2. Test, Test. Hi. Technikprobleme beseitigt. Na ja. Guck mal, wie das funktioniert. Dankeschön. Obwohl noch kein einziger Gast anwesend ist, Luis Lametta lässt keine Sekunde verstreichen und ist sofort in seinem Element. Auf der Lücke, der seine Tochter spricht für dies Ehrenwerte.
Nochmal kurz auf Stimmungstisch. Wir haben jetzt ungefähr 300 mal so viele Leute wie am Anfang durch meine fabelhafte Performance. Zicke, zacke, zicke, zacke! Dass es mir scheißegal, ob jemand da ist. Das war auch das, was ich vorhin versucht habe. Das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, dass sich das ja alles daraus entwickelt, dass ich Lust habe zu singen und auch mit meinen Freunden zu singen, auch wenn es nur 3, 4 sind. Und wenn es 30 sind, ist auch schön, aber ist mir Rille. So. Mit jedem Song, den der Alleinunterhalter präsentiert, wächst er mehr und mehr in seine Kunstfigur hinein. Zuerst einmal, also ich würde mir nicht selber zuschreiben, dass ich irgendwie verrückt bin oder dass ich irgendwie durchgeknallt bin. Also ich denke, das, was ich mache, sollte initial eigentlich total verrückt und durchgeknallt werden, ist es aber für mich jetzt nicht. Ich bin ja eigentlich nur Luis, der in einem bunten Anzug steckt und halt irgendwie versucht, gute Laune zu machen. Also dass das jetzt funktioniert oder dass das total abgefahren ist, würde ich ja jetzt selber von mir nicht sagen. Genauso wenig, dass ich jetzt irgendwie ein Künstler bin, weil ich Karaoke-Partys mache oder so. Nach und nach füllt sich der Hinterhof doch noch. Mit seiner einzigartigen Ausstrahlung animiert er die Gäste zum Singen. Eigentlich Zeit, seinen eigenen Song zu präsentieren, doch der ist leider noch nicht ganz abgemischt. Podcasterin Maria Moschus lebt in einer WG direkt am Karl-Heine-Kanal. Mit ihren Mitbewohnern hat sie eine Community gefunden, die sie bei ihrer Geschlechtsfindung voll akzeptiert. Nach dem Abitur war ihr schnell klar, in welche Richtung es geht. Also ich habe als erstes so die Identität als Bi gefunden, weil ich einfach gemerkt habe, so, okay, ich finde Typen hot, ich finde aber auch Frauen hot. Okay, das bedeutet irgendwie bisexuell. Auf einer Reise nach Argentinien wurde ihr vor 2 Jahren klar, dass noch mehr dahinter stecken muss. Durch andere diverse Menschen, deren Ansichten sie teilte, bemerkte sie, dass sie sich auch als Mann identifiziert. Seitdem sehnt sie sich vor allem nach einem Bart. Also, ich hatte eine Zeit lang, musste Matthias immer die Barthaare sammeln, und hatte ich so eine Kiste mit Barthaaren in meinem Zimmer. Das war super. Aber irgendwann habe ich aufgehört, das so zu machen, weil das musste ich dann immer mit Haarspray dran machen und es ist so voll schlecht für die Haut und es war auch irgendwie nervig und es ist immer abgefallen. Auch heute will sie sich wieder verkleiden und umstylen, um für ihren Podcast die Social-Media-Werbetrommel zu rühren. Der Style soll ihrer Diversität zwischen den Geschlechtern gerecht werden. Dadurch, dass das Outfit nicht besonders männlich-maskulin ist, finde ich es eigentlich immer nice, dann im Make-up eher maskuliner zu sein. Deswegen mache ich mir eigentlich, egal was ich mache, eigentlich meistens irgendeine Form von Bart. Neben dem fehlenden Bart ist es besonders ein Körpermerkmal, das ihr an ihrem eigenen Körper nicht gefällt. So, also meine Brüste sehen super aus, tipptopp Brüste, leider verschenkt an meinem Körper. Also so ein bisschen, also ja, genau, einfach so das Gefühl habe, das passt irgendwie nicht zu mir. Für eine Operation fehlt ihr allerdings noch das nötige Geld. Maria lebt von 1.000 Euro im Monat. Vom Podcast erhofft sie sich ein zusätzliches Einkommen. Die 28-jährige Jenny Peters opfert ihre freien Wochenenden für den guten Zweck. Denn eigentlich ist sie Friseurin und obendrein lässt sie sich aktuell zur Friseurmeisterin ausbilden. Das war der eigentliche Grund, ihr Heimatdorf zu verlassen. Ich bin nach Leipzig gezogen, weil ich auch mehr sehen wollte, als nur den Omis die Locken zu drehen im Salon, so wie das auf dem Land üblich ist. Also, dass ich mich da mehr entfalten kann, dass ich da mehr sehen kann. Großstadt hat mich schon immer interessiert, aber ich habe mich nicht getraut. Und wie es der Zufall so will, habe ich mich dann verliebt und habe gedacht, okay, der kommt aus Leipzig, du ziehst jetzt hierher und jetzt hast du den Mut, das doch durchzuziehen. Inzwischen ist sie wieder Single. Aber Leipzig ist sie treu geblieben. Neue Freunde zu finden, fiel ihr anfangs schwer. Eine Bekannte hat sie dann aber auf das Projekt Meals on Wheels aufmerksam gemacht. Sie sagte, ja, wenn du donnerstags treffen wir uns und sammeln Lebensmittel, wenn du noch was übrig hast, dann bring es doch gern vorbei. Und ich dachte, ja, okay, klar, also ich gehe sowieso einkaufen, dann hole ich noch ein bisschen frisches Obst und vielleicht noch ein bisschen Käse, brachte das vorbei und dann erzählten die anderen mir, um was es eigentlich geht. Heute sind die Kollegen Freunde geworden. Auch wenn nicht jeder Obdachlose ihre Hilfe annehmen will, die Dankbarkeit der meisten ist für Jenny der Antrieb.
Letzte Tüte, die müssen wir jetzt noch loskriegen. Mit letzter Tüte geht's nicht nach Hause. Und wenn wir durch die ganze Stadt fahren. Trotz Armut und Elend. Jenny und das Team versuchen mit guter Laune und vor allem rücksichtsvollem Verhalten das Vertrauen der Obdachlosen zu gewinnen. Er schläft. Dann nehmen wir natürlich auch Rücksicht drauf. Nicht beim Schlafen stören. Einen ganzen Tag im Einsatz für den guten Zweck. Für Jenny kein verschenkter Tag. Ich fühle mich einfach besser. Also auch wenn ich morgens zum Sonntag aufstehe und denke so, jetzt musst du mit dem Fahrrad losfahren und du fühlst dich eigentlich gar nicht danach, weil die Nacht echt kurz war, ist es danach immer wieder in Ordnung. Also danach denkst du dir so, ich weiß, warum ich es gemacht habe und das ist gut. Zum Abschluss wertet sie mit ihrem Kollegen und Freund Micha die Tour aus. Die Leute haben sich gefreut. Eigentlich ging das heute auch schneller als sonst, oder? Ja, brauchen wir wieder ein schöner Sonntag. Ja. Jetzt gehen wir ein Bier trinken. Jetzt gehen wir ein Bier trinken. Maria Moschus ist bereit für Werbeaufnahmen in der Öffentlichkeit. Ihr provokantes Outfit soll Aufmerksamkeit erregen, damit ihr Podcast über die diverse Community möglichst oft geklickt wird. Wie ist es so für dich, vor die Tür zu gehen in dem Outfit? Für mich das eine Überwindung. Für mich ist es... Ich finde es schon strange. Ich habe nicht jeden Tag Lust drauf. Man merkt schon, dass halt jede einzelne Person, die an uns vorbeiläuft, mich anguckt. Ich habe da auf jeden Fall nicht immer Bock drauf. Also es gibt schon auch genug Tage, wo ich vielleicht zum Beispiel zu einer Performance gehe und gerade so gar keine Lust habe und so denke so, oh nee, eigentlich finde ich es gerade eher nervig, dass jetzt gerade alle mich anstarren. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mir gar nicht gefällt und dass ich es irgendwie nur scheiße finde. Das wäre auch gelogen. Also so einen gewissen, also auf so eine gewisse Weise find ich die Aufmerksamkeit schon auch nice. I just died in your arms tonight. Maria Moschus ist voller Selbstbewusstsein und schert sich nicht um die Meinung anderer. Just died in your arms tonight. Oh, oder dieser Baumstamm. Den finde ich echt geil. Eine Location für die Werbeaufnahmen ist schnell gefunden. Maria arbeitet noch mit einfachsten Mitteln für ihr Herzensprojekt. Wenn ihr noch keine Podcasts hört, dann müsst ihr jetzt anfangen, Podcast zu hören, denn die erste Folge wird fucking epic und ich möchte euch alle auf diesen Kanälen begrüßen, @DragStoriesPodcast. Ich habe so richtig Bock, dass es released wird, dass ich halt endlich Menschen das zeigen kann, aber ich hoffe auch einfach, dass Leute das, also dass wir es irgendwie geschafft haben, das rüberzubringen, was wir uns überlegt haben und dass Leute es halt auf die Art und Weise hören und es ihnen so gefällt, wie wir es uns überlegt haben. Neben dem Erfolg ihres Podcasts ist ihr aber eins besonders wichtig. Sie will unbedingt ihren Beitrag für den Kampf um die Akzeptanz der diversen Community leisten. Zurück auf dem Karaoke-Hinterhof. Entertainer Luis Lametta kurz vor der Präsentation seines ersten eigenen Songs. Nach außen wirkt er selbstbewusst, doch eigentlich bezeichnet er sich als zurückhaltend. Also wenn mir einfach so ein Mikrofon in die Hand gedrückt wird und ich jetzt auf einmal Stimmung machen soll, wo keine ist, dann bin ich nach wie vor unsicher, aber ich krieg's immer irgendwie hin. So. Das schreibe ich mir nicht unbedingt selber auf die Flagge, das hat auch viel mit den anderen Leuten dann zu tun, die sich davon anstiften lassen. Aber es wird langsam, es wird. Hier seinen eigenen selbstgeschriebenen Song zu präsentieren, ist für ihn aber immer noch eine Überwindung. Und ich bin mega aufgeregt. Ich mach das jetzt einfach. Der Song heißt Irgendwo im Motorraum. Viel Spaß. Mein Lenkgetriebe ist im Arsch, obwohl die Karre erst neulich in der Werkstatt war. Ich denke, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht bis zu einem gewissen Punkt irgendwie eine Selbstbestätigung gibt, irgendwie, wenn es dann Applaus gibt, wenn ich meinen Song singe oder wenn sich Leute bedanken, dass ich die Party gemacht habe, auf jeden Fall.
trotz allem kann ich auch ehrlich sagen, dass mein Hauptanspruch oder meine Hauptmotivation, warum ich das jetzt mache mit dem ganzen Glitzer-Ding, ist, dass ich mich selber gerne ausdrücken möchte und auch denke, dass ich da eine Seite ausdrücken kann, die ich so nicht immer zeigen kann, was mir halt wichtig ist. Es ist mir nicht wichtig, dass da jemand zuguckt irgendwie dabei, weißt du, was ich meine? Ich möchte einfach nur meine Songs singen und zufälligerweise möchten auch andere Leute ihre Songs singen und dann passt das perfekt zusammen. Ich habe eine Anlage, ich habe Licht, ich habe Nebelmaschine, ey, lass doch eine Party machen, alles klar? So, ja. 2, 3, 4, irgendwo im Motorraum habe ich die Zange verloren, ich habe sie einfach verloren, irgendwo im Motorraum, aber da ist sie wieder. Sein Ziel, gute Laune zu verbreiten, hat er definitiv erreicht. Irgendwann würde er gerne mit seiner eigenen Musik auf der Bühne stehen. Ich denke, ich bin schon immer auf dem Weg unterwegs und ich habe schon viele verschiedene Jobs nebenher gemacht und die haben auch immer Spaß gemacht, aber dieses Ziel verliere ich nicht aus den Augen. Der heutige Abend war dafür ein wichtiger Schritt. Ja, gut. Wir haben das Gefühl. Der Karl-Heine-Kanal in Leipzig ist Heimat für ganz unterschiedliche Menschen. Viele von ihnen haben hier ihre Identität und Lebensaufgabe gefunden. Auf Luis Lametta, Jenny Peters und Maria Morschus trifft das definitiv zu. Obwohl sie den gleichen Lebensmittelpunkt teilen, haben sie sich noch nie gesehen. Trotzdem finden sie schnell eine Leidenschaft, die alle miteinander verbindet. Die Musik. Welchen Song würdet ihr singen? Das wäre vielleicht. Ich habe so viele. Also mein Lieblingslied ist von Alicia Keys, Fallen, aber das kann ich nur unter der Dusche singen, das geht nicht anders. Das will keiner hören. Oh, doch, ich würde schon sehr gerne. Das klingt nur im Original schön. Und wenn du so Drag King Shows mitmachst, ist da auch so Lip Syncing irgendwie ein großes Thema oder generell Singen? Voll. Also so Lip Sync ist schon irgendwie so das klassische Ding, was irgendwie oft gemacht wird, was ich auch viel mache. Also im Endeffekt würde ich sagen, ist Drag manchmal auch mehr wie so eine Methode und darunter kann so mega viel passieren. Es kann irgendwie ein Musical sein mit mehr einer Storyline oder es kann ein Spiel sein. Karaoke-Abende gibt es auch viele mit Drag. Lädst du mich auch mal ein? Ich will mir das klar. Ich habe aktuell jetzt kein Datum, was ich euch sagen kann, aber ja, nee, wenn das nächste spannend. Datum kommt, dann auf jeden Fall. Ja. Da hätte ich echt Bock drauf. Und wenn ich euch jetzt kenne, dann. Dann passt das eigentlich, oder? Ja. Richtig gut, finde ich nice. Ja, freue ich mich, wenn ihr Bock habt, auch vorbeizukommen. Ja. Luis Lametta arbeitet aktuell an seinem ersten Album, komplett mit selbstgeschriebenen Songs. Maria Morschus hat bereits 5 Folgen ihres Podcasts veröffentlicht. Sie erreicht damit Menschen, die sich noch nie mit diversen Geschlechtsidentitäten auseinandergesetzt haben. Und Jenny Peters hat die ersten Prüfungen ihrer Meisterlehre bestanden und überlegt jetzt, einen eigenen Friseursalon zu eröffnen.